Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn wie ihr seht, die Sonne geht langsam unter und wir haben jetzt noch ungefähr 300 Meter zu laufen. Und dann sehen wir die Schleuse oder die Oberschleuse Fürstenau. Bist du gespannt? Mega! Mega gespannt! Also, bis gleich! So Leute, wir sind angekommen. Im Galopp sind wir hier angekommen. Und schaut euch mal dieses gigantische Bauwerk an. So, das ist die Schleuse, die Oberschleuse Fürstenau, die den Masurenkanal, der nie fertiggestellt wurde, verbinden sollte. Und wie eine Schleuse funktioniert, glaube ich, muss ich euch nicht unbedingt erklären. Die verbindet das untere Gewässer mit dem oberen Gewässer und dann kam über einen Hubmechanismus das Schiff oder die Schiffe dann nach oben bzw. nach unten transportiert, buxiert werden. Und wir gucken uns gleich mal die Schautafeln an, aber erstmal gehen wir runter und beobachten das Bauwerk, denn die Sonne ist gleich zu Ende. Und deswegen, auch wenn wir schon hier sind, gehe ich mal ein bisschen schneller und vor allem rede ich ein bisschen schneller. Und ich hatte es gerade in der Wolfschanze schon erwähnt, in Polen geht man mit den Relikten ein bisschen anders um, offener und macht sie auch zu Geld. Und da sehen wir die Oberschleuse Fürstenau. Zu viel versprochen? Schön, ne? Genau, schön. Ja, imposant. Oben sollte ein Reichsadler mit Hakenkreuz eingesetzt werden. Das ist sicherlich mit das imposanteste an dieser Anlage. Aber auch die schiere Größe, 20 Meter hoch. Und da unten wären dann die Schiffe rausgekommen und wären dann hier in dem unteren Niveau weitergefahren. Wie ihr seht, der Kanal wurde nie zu Ende gebaut. Da hinten ist er schon trocken. Und ich schlage vor, wir werden uns das Bauwerk einmal anschauen. Das Highlight, wovon du gesprochen hast, wäre oben der Adler gewesen. Ist. Heftig. Ja. Riesending, ne? Ja, absolut. Heute wird das Bauwerk umfunktioniert und wird genutzt. Magst du die einmal nehmen für mich? Mhm. Ups, ach, Entschuldigung. Als Kletterseilgarten hat der Alessandro auch schon gut erkannt. Und es bietet sich immer an, eine Taschenlampe mitzunehmen. Aber erstmal schauen wir hier. Oh, eine Taube. Hm. Die fliegt schon lange nicht mehr. Und da ist der Blick rein in die Anlage. Mach mal ein bisschen Licht an, vielleicht kann man ein bisschen mehr sehen. Ne, also so breit konnten die Schiffe damals gar nicht sein. Und da oben ist der, oder wäre der Reichsadler platziert gewesen. Wo ist das andere Ende der Schleuse? Auf deiner Seite, dahinter. Das wird hoch. Weißt du nicht, wie es funktioniert? Ich weiß nicht. Ach so. Doch oben ist das Wasser. Das Gewässer ist oben. Schleuse ist ja einmal niedriges Niveau. Genau. Aber oben. Ganz oben. Da wäre jetzt ein Trog drin. Hier wäre ein Trog drin. Weißt du? Und dann würde hier, da wäre das Tor runtergelassen worden. Genau da. Dann wäre der Trog hoch und runter gebracht worden. Und dann wäre das Tor hoch und runter und hätte das Schiff hier rausfahren können. So, gucken wir uns mal an. So. Mal schauen. Tatsächlich war ich schon so häufig hier, aber hier habe ich noch nie reingeguckt, warum auch immer. Vielleicht wegen der ganzen Mücken. Puh. Hunderte, Millionen. Es ist alles voller Mücken, Leute. Puh. Da lebt alles drin. Andere Seite identisch. Also, nochmal, hier wäre eigentlich ein Trog drin gewesen. Oder aber man hat es mit dem Wasserstand gemacht, das kann auch sein. Hier wäre auf jeden Fall das Tor drin gewesen zum Abschließen und dann hätte man entweder den Trog rauf und runter gelassen, das Schiff wäre dann da oben rausgefahren oder aber der Wasserstand wäre so hoch gegangen. Ich glaube aber, es war ein Trog. Schwierig zu sagen. Vielleicht kriegen wir es noch heraus. Vielleicht finden wir auch gleich draußen eine Schautafel, die uns das erklärt. Aber ganz grob könnt ihr euch das genauso vorstellen. Und alles von der Mücken. Interessant, ne? Mit dieser Schräge.
da sieht man mal, wie groß das im Vergleich zum Alessandro ist. Da will ich gerne drin. Was meinst du mit Trog oder mit Wasserstand? Meinst du mit Trog oder mit Wasserstand? Haben sie das Schiff hochbuxiert? Ja. Ja. Genau. Korrekt. Ja, ja, es ist nicht fertiggestellt. Absolut. Der Masurenkanal ist nicht fertig. Die haben das vorher gebaut, bevor der Kanal fertig geworden ist. Das weiß ich nicht. Technisch kenne ich mich damit nicht aus. Doch, weil der Kanal wäre ja auf dem Niveau da oben gekommen. Aber läuft doch das Wasser links und rechts runter, weil du vergisst ja immer noch den Unterstand des Schiffes. Auch wenn das Wasser bis zur Kante gehen würde. Ja. Der stößt das Schiff ja dagegen. Vielleicht ist es nicht fertig gebaut. Das spricht ja dafür, weil diese Teile sind ja noch mal höher. Siehst du das? Ja, du weißt, was ich meine, ne? Absolut. Ja, wahrscheinlich ist es nicht fertig gebaut. Also das muss hier noch mal 10 Meter höher sein. Absolut. Guck mal hier, wie riesig. Hoppala, Vorsicht, Stufe. Mal oben lang oder unten lang? Unten lang. Okay. Frösche. Da hat man die Drähte lang gespannt, dass man außen dran gehen kann. Weil, wie gesagt, das ist ja ein Klettergarten. Sind noch Fenster eingesetzt. Da hat man versucht, dann hochzuklettern. Aber es gibt ja sonst keinen Weg rein. Ich hoffe, dass wir gleich noch genug Licht haben für die Drohnenaufnahmen. Ich glaube, das ist auch nicht fertig geworden. Guck mal, die Treppenhäuser gibt es auch nicht mehr. Ich glaube auch, dass das nicht fertiggestellt wurde. Ja. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Also mich würde wundern, wenn wir hier irgendwas anderes sehen werden als auf der anderen Seite, weil es ja absolut spiegelgleich ist. Hier fehlt das Holz. Genau. 1:1 identisch. Alessandro hat keinen Bock auf die Mücken, kann ich verstehen. Nochmal der Blick in die Anlage. Komische Geräusche hier auf jeden Fall. So, und wie gesagt, der Kanal ist nie fertiggestellt worden, wie wir hier kennen und sehen. Mal einmal von oben noch mal gucken und dann das Dröhnchen fliegen lassen. So, gehen wir mal ganz schnell hoch. Wie schön. Thank you.
hatte gerade die Gelegenheit genutzt, als ich mit der Drohne gefilmt habe, sich ein bisschen zu informieren. Oben, das war die obere Schleuse Fürstenau. Und wir sind jetzt an der unteren Schleuse. Die ist deutlich weniger weit gebaut oder fertiggestellt wie die obere. Und die zeige ich euch einmal ganz kurz von hier. Das Licht ist natürlich jetzt nicht mehr so fresh. Aber ich glaube, die GoPro kriegt das einigermaßen gut eingefangen. Und zur Not habe ich ja noch die Marauder dabei. So, da schaut mal her. Da ist die Schleuse. Oh, Polizier. Also, Riesenteil. Riesenteil. Herzlich willkommen zurück oder vielleicht auch guten Morgen. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich die Videos schneiden werde, aber ich bin auf jeden Fall mit dem Alessandro unterwegs und wir sind mitten in Polen und haben gerade über Google Maps eine interessante Location entdeckt. Ich zeige euch mal, was wir hier gerade sehen. Wir sehen auf jeden Fall Stimmen oder wir hören auf jeden Fall Stimmen. Guck mal, hier geht's direkt schon rein. Crazy. Mal gucken, ob wir herausfinden können, was das für ein Gebäude ist. Es könnte aber auch eine Villa sein, ne? Eine ehemalige. Guck mal, da hinten ist ein Eingang zum Bunker. Rechts. Gehen wir doch rein, oder? Das glaube ich nicht. Nicht? Ich war noch nie im Bunker. Ja, das glaube ich dir nicht. Guck mal, hier ist sogar noch eine Frau ohne Kopf. Ja, deswegen, kirchlich. Ja, du könntest recht haben. Das ist ja spannend. Schaut euch das mal an. Der Kopf ist abgeschlagen. Mal gucken, ob er noch irgendwo liegt. Nee. Schaut euch mal das Gebäude an. Mega. Das ist ja mal crazy. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch hoch. Aber ich schlage vor, wir gehen erstmal in den Bunker rein, oder? Wenn es denn einer ist. Ist das ein Bunker? Ja. Es ist ein Bunker. Aber man kommt nicht. Man muss schon. Ja, ich habe da jetzt nicht mit. Da müssen wir durch. Ich habe es nicht ohne Grund gesagt. Alter Schwede. Och mein, schaut euch das mal an. Okay, ich glaube, wir gucken uns erstmal draußen um, oder? Ja. Bevor wir da reingehen. Ich hoffe, da liegen keine Spritzen oder Ratten. Okay. Boah, voll die Teufelsschlucht. Ja. Und dann geht es wahrscheinlich ein paar Meter tief. Ja, krass, das sind locker mal 6, 7, 8 Meter, ne? Wollen wir mal da hochgehen? Könnte wirklich was Kirchliches sein. Was Kirchliches. Wir haben jetzt gerade, nur dass ihr wisst, 10.27 Uhr und gefühlt schon 26 Grad. Ja, das ist auf jeden Fall was Kirchliches hier. Guck hier mal diese schönen Torbogen an. Das ist die Location für... Zum Chillen. Hi. Okay, wir sind auf jeden Fall nicht alleine. Scheint auf jeden Fall ein Spot zu sein für viele, die Natur genießen möchten. Das ist schon imposant, Leute. Schick, oder? Für mal eben so zwischendurch. Als schnellen Snack. Ja. Aber leider auch den ganzen Müll hier gelassen. Ui.
Ja, mit Hund. Ach, guck mal, da ist alles voller Menschen. Hm? Wir sind auf jeden Fall nicht allein. Okay. Oh, der arme Kerl. Okay, dann gehen wir noch mal rein und dann will ich mir auf jeden Fall den Bunker angucken. Ich glaube. Hier, wir aus einer anderen Welt. Und das Bild ist auch krass. Was ist das? Voll die Krypta. Bleib mal stehen. Und richtige Ornamente hier. Dann geht's da jetzt rein. Ciao, Jörg. Also Handy, Portemonnaie. Willst du noch sagen, Jörg? Ciao. So, damit ihr euch mal vorstellen könnt, was es ist. Das ist der Eingang. Jugend forscht, heute mit Jörgi. Das Fitnessparcours. Zum Glück hat Jörg mal Lambada getanzt. Da will Jörg rein. So, Jörg. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zeig mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geht's da rein, ja, ne? Da geht's leider rein. Leider geht's da rein. Das tut mir leider leid. Ja, dann halt mal auf. Nicht drücken. Komm mal. Gib mir die. Zum allerersten Mal. Wir haben es getan. Das war nicht das erste Mal. Oh, geiles Material. Mit einer Höhenrettung retten. Ja, warte, noch ist es nur ein Abgang. Nur mal so zum Verständnis.
Zeit kann ich auf. Ein Bunkri, ein Tunnelsystem. Oh mein Gott! Erinnert mich so ein bisschen an den monolithischen Aufbau. Ich glaube, hier ist Ende. Da wird der Notausgang gewesen sein. Oder auch nicht. Jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Zum Glück ist das nur ein leerer Raum. Oh. Puh. Interessant, dieser Aufbau. Noch tiefer. Dein ist auch zu. Ist nicht dein Ernst. So, ich frage mal, ob Alessandro kommen möchte. Weil er hat ja Portemonnaie und so weiter. Hier ist Notausgang. Auch zugeschüttet. Man hat sich aber versucht durchzugraben. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht hier ins Wasser falle. Deswegen bin ich gerade ein bisschen stiller als sonst vielleicht. Alter, ein Stollensystem. Hier ist Ende. Und hier ist ein Stollensystem. Da hat sich jemand Faden reingelassen. Mein Gott. So. So, ich werde erstmal Alessandro Bescheid sagen, damit er sich keine Sorgen macht. Weil er wird mich ja nicht hören hier. Und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. Krass. Damit ihr auch mal seht, wie das von der anderen Seite aussieht. Alessandro, komm mal kurz. Ich meine, er ist natürlich nur halb so schwer wie ich. Die Gazile Grazette, guckt dir mal diese dünnen Beinchen an. Achso, Rücken hatte ich gesagt. Rücken? Ja, besser. Also ich fand's besser. Genau. Und hier muss ich aufpassen, dass ich direkt runtergleite. Ja, du bist super. Nee, ist für dich schwerer so. Also ihr habt gerade Schwierigkeiten. Ich fand's auch nicht ganz so einfach. Ihr habt ja gesehen, die Platzverhältnisse hier drin, die sind so semi-gut. So, ja, hat's gleich geschafft. Ja, du bist zu lang. Wie groß bist du? 1,90? 86, 5 cm größer hat sich. Und direkt
hat er direkt Schwierigkeiten hier, sich rumzubuxieren. Jawohl, jetzt aber. Mach ein gutes Gesicht. Reicht schon. Okay. So, gut, hier gehen wir jetzt weiter. Aber das kennt ihr ja schon, deswegen melde ich mich von unten wieder. So, Leute, ich kann zwar kein Polnisch, aber ich glaube, das hier ist, soll eine Warnung sein. Uwaga H2O. Und dann hier der Totenkopf und hier steht Robert. Fliss und Robert. Nicht, dass sie hier am 8.6.85 einer H2O-Vergiftung gestorben sind. Okay, Spaß beiseite. Ich war ja gerade schon hier unten. So, und eine Runde Mitleid für den Alessandro. Der hat nämlich gerade eine Mücke verschluckt. Das Größte? Sogar der Sturz noch hier von der Tür, ein Holz. Und auch wieder hier das Warnzeichen. Okay, das kann ich ja gar nicht aufnehmen, was du da machst. Das Video wird sofort gesperrt. Hier. Da war nichts. Nein. Ich führe dich direkt in die Dunkelheit. Nach Schwefel, Alter. Okay, hier geht ein Kabel los. Du meinst so ein Seil? Naja, bedeutet irgendwann. Nee, hat nur jemand Angst gehabt. Nee. So, wir machen das folgendermaßen. Ich gehe vor, du bleibst hier mit den Handys, wenn einer kommt, rufst du mich. Nein, ich komm mit. Direkt? Falls einer stirbt, dann muss der ja gerettet werden. Woher weiß ich, wann du stirbst? Ich werde das anzeigen, ja? Versprochen. Nein, komm. Okay, Baby. Wenn sterben wir zusammen. Ja, wir sterben dann zusammen. Alter, Jörg. Hier. Ey, warte mal. Was hast du? Ich weiß nicht. Ja. Ja, das riecht nach Schwefel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Komm, schließ auf. Das hilft aber nicht, was du da machst. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist direkt Ende. Die haben wir aber nicht. Oh mein Gott. Nein, leider nicht. Nur ein fetter Verbruch. Boah, hier ist. Warte ganz kurz. Scheiße, Leute. Das ist natürlich nicht so geil. Ich glaube, du darfst einmal gucken und dann werden wir zusammen entscheiden, dass wir nicht weitergehen. Weil da hinten müssten wir richtig krabbeln. Obwohl, da kann man wieder aufrecht stehen, ne? Siehst du das? Da kann man aufrecht stehen. Aber ist ein bisschen. Nee. Nicht, ne? Abbrechen, ne? Das heißt, ja. Hey Leute, an dieser Stelle, seid mir nicht böse, und nicht böse. Das ist zu krass. Wir sind auch nicht richtig ausgestattet, wir haben niemandem Bescheid gesagt, was schon sträflich ist. Macht das also nicht zu Hause nach. Es stinkt hier. Komm hier. Ja, wir gehen. Ist das nee.
Heiliger Jakob. Ah, du hast ein nettes Maurer-Dekolleté. Ja. Also Leute, nehmt euch nicht als Vorbild. Wir sind keine guten Vorbilder. Wir sind eigentlich die schlechtesten Vorbilder, die man sich nehmen kann. Aber trotzdem spannend, oder? Aber. Bitte. Ja, dich. Ich sehe genau in die Lampe rein. Jetzt sehe ich nur noch Sternchen. So, bis gleich, Leute. Warte. Warte, Jörg. Soll ich jetzt erstmal die Handys nehmen? Ja. Nimm doch erstmal die Handys, ja. Und ich atme durch den Mund atmen, ja. Bruder, jetzt. Ja, ich weiß. Keine Markenwerbung. Solange die nicht bezahlen. Dein iPhone ist vom iPhone. Das iPhone. Leute, das iPhone. Da müssen wir jetzt raus. So, keine Spitzen. Soll ich die Hände sehen, Bruderherz? Schick dir ein paar Mücken, ja? Zweimal. Ich komm noch einen Schritt näher. Ach, das ist nur ein Portemonnaie. Uwaga, Uwaga. Jo. Mal gucken, wie grazil er das macht. Ich glaube, ich muss pupsen. Nein, hör auf. Zu spät. Oh. Jawohl, du Berserken. Hast du dich gedreht irgendwo? Ja, nee, ich bin einfach so rausgeklettert. Du musst den linken Fuß ganz nach oben rachen und dann rausgehst, den linken. Das andere links. Oh, Alter. Ja. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das ist nachdem du da drin warst. Das ist es. Boah, ich bin fertig. Guck mal, das ist spannend. Wunderschöne Location. Hast du gut ausgesucht, Mr. Google Maps. Guck mal. Ja, gut gemacht. Die Frisur sitzt und kein einziger Scheiß drauf. Guck mich mal an. Ja, war ja nicht warm. Nur anstrengend. Ja. Ganz anders. Das stimmt. Okay, Leute. Wir verabschieden uns jetzt. Bis gleich. Leute, vor uns ist direkt der Bunker von Adolf Hitler, die Nummer 13. Und wir haben gerade schon mal einen Blick riskiert. Es gibt mehrere Eingänge und ich war auch schon mal vor, keine Ahnung, 5-6 Jahren drin, aber es kommen gerade ein paar Leute und wir warten auf jeden Fall noch die Leute ab und dann werden wir gemeinsam in das Bauwerk reingehen. Bis gleich. Leute,
muss jetzt mit dem Handy weiterfilmen. Ich befinde mich jetzt hier mitten in dieser kleinen, in diesem kleinen Verbruch. Ich bin komplett am Schützen. Es ist so unfassbar anstrengend. Aber ich versuche hier wirklich jeden einzelnen Winkel zu erkunden. Ihr seht, hier ist kein Platz mehr. Nur die Taschenlampe passt dazwischen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier durchkommen und uns das restliche Bauwerk angucken. Bis gleich. Oh. So. Scheint ein Fenster oder Kamin zu sein. Sieht aus wie... Ist das Holz? Ne, das ist Metall. Ach, ein Kellerfenster könnte das sein. Ein Oberlicht. Das könnte ein Oberlicht sein. Und hier, schaut mal. Auch ein Oberlicht, oder? Ich mach mal ein bisschen mehr Licht. Nur, dass ihr noch Orientierung habt, wo wir gerade sind. Also es gab ja viele, viele Bunker, die wurden gebaut und derjenige, für den die waren, war teilweise nie oder nur ganz kurz drin. Und hier aber noch die alten Kupferleitungen.